Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Fritz Schmucker und ich bin einer der Alpha-Tester für das Computerspiel Homesick von dem Independent-Developer Lucky Paws. Von diesem Spiel ist in den letzten Tagen die zweite Alpha-Version veröffentlicht worden, die nun zwei Areale spielbar macht. Und die wir heute begehen werden. Homesick ist ein klassisches Adventure-Spiel, allerdings aus der First-Person-Perspektive, was wiederum dazu führt, dass doch ein Großteil der Zeit mit der Erforschung der Gebiete verbracht wird, da nicht alle Objekte sofort zu finden und zu erkennen sind. Am Beginn des Spiels bekommen wir relativ wenig Informationen. Wir sind in einem verlassenen Apartmentgebäude, wie wir sehen. Wir sind aufgewacht. Dass Schlafen allgemein irgendeine Bedeutung hat, können wir unter anderem diesem Bild entnehmen. Dass Blumen irgendwelche Bedeutungen haben, können wir hier diesen kleinen Zettel entnehmen. Und das ist es im Wesentlichen auch schon, was wir an Informationen haben. Zu Beginn finden wir daher die Umgebung erst einmal nur erkunden, gucken, was man überhaupt hier machen kann. Hier haben wir einen Lichtschalter. Dieser Schalter wurde in der neuen Version neu positioniert. Er war ursprünglich in dieser Ecke angebracht. Da Licht und Schatten allerdings eine gewisse Bedeutung in diesem Spiel haben, wurde das Layout überarbeitet. Die Leitungen wurden deutlicher gekennzeichnet, um den Spieler zu Beginn nicht vollständig zu verwirren. Hier haben wir eine kleine Axt. Die Axt können wir im Moment nicht aufheben, allerdings sehen wir im Verhalten der Schatten, nämlich dass der Schatten sich nicht mitbewegt, dass es hiermit wohl eine spezielle Bewandtnis hat. Homesick besteht aus vielen Räumen. Nicht alle Räume sind mit sinnvollen oder benutzbaren Objekten gefüllt. Dieser Raum hier ist größtenteils leer. Wir können zwar mit vielen Objekten interagieren, können Schränke aufmachen, wir können Lichtschalter umlegen. Tatsächlich wird dieser Raum allerdings nicht benötigt, um das Spiel erfolgreich abzuschließen. Lediglich diese Notiz hat irgendeine Bedeutung. Hier ist im Moment allerdings nur ein Platzhalter. Dementsprechend den Code zu entschlüsseln, kann man sich im Moment noch sparen. Es ist wohl keine Bedeutung hinten dran. Wichtig wird nur diese kleine Badewanne hier. Der Hinweis auf Pflanzen, den wir zu Beginn des Levels bekommen haben, dürfte auch klar machen, warum das Wasser noch eine gewisse Bedeutung hat. Auch hier haben wir wieder ein wunderschönes Zimmer mit einem kleinen Blick nach draußen. Auch hier sind unter Umständen kleine Hinweise versteckt, kleine Notizen, die ich jetzt allerdings nicht suchen werde. Ansonsten hat dieser Raum tatsächlich überhaupt keine Bedeutung. Das wird uns in diesem Spiel noch häufiger begegnen. Alle Objekte benutzen, alle Objekte einsammeln, führt in Homesick nicht zum Ziel. Dieses Objekt allerdings wird benötigt. Wir haben hier eine verschlossene Tür. Die Objekte sind zu Beginn noch relativ nah beieinander, um den Spieler zu Beginn nicht zu verwirren. Finden wir im Hausmeisterkabinett einen Eimer. Eimer plus Wasser plus Pflanzen
Speckblumen. Wasser. Und wässern unsere Pflanzen. Szene ist dann vorbereitet. Wir könnten nun in die Albtraumwelt wechseln, sprich ins Schlafen legen. Ich werde es an der Stelle allerdings noch nicht tun, da die Spielmechanik noch kurz erklärt werden muss. Bereiche wie dieser hier, wo das Licht zu grell ist, können wir nicht betreten. Unsere Aufgabe ist daher in Tagesvariante der Welt unsere Flucht durch die Albtraumwelt vorzubereiten, indem wir das Licht dementsprechend schalten, indem wir die Schattenaxt, die wir später benötigen, schon mal vorbereiten und indem wir überhaupt die Möglichkeit schaffen, uns wieder in den Albtraum zu begeben, indem wir Pflanzen zum Blühen bringen. Die Albtraumwelt ist im Großen und Ganzen identisch mit der Tageswelt. Der große Unterschied ist, dass wir uns schneller bewegen, dass wir auch nicht stillstehen dürfen. Die Dunkelheit jagt uns hier. Und dass wir helle Areale betreten. Damit können wir in dieser Variante erreichen, wo wir wirklich gehen. Bestimmte markierte Türen können hiermit freigeschaltet werden. Und wir befinden uns im selben Raum, den wir eben freigeschaltet haben. Huch, hier ist es ein bisschen zu hell. Auch hier wieder eine Schlafstätte mit der Pflanzen. Und im Großen und Ganzen dieselbe Problemstellung. Ein Weg, den wir nicht betreten können. Und andere Wege, die wir erst vorbereiten müssen, um sie dann in der Albtraumwelt zu betreten. Ist das Licht schon eingeschaltet? Tropft es ein wenig durch die Decke. Ist das Licht noch aus? Das Zimmer können wir betreten. Sehen. Steckt hinter der Tür. Codezettel. Tatsächlich gibt es zwei dieser Codezettel in unterschiedlichen Formaten, die uns einen Hinweis darauf geben, was zu tun ist. Diese Codes benötigen wir,
um die Schränke zu öffnen. Es gibt viele dieser Schränke, in ihnen verbergen sich kurze Notizen größtenteils. Dieser ist allerdings der einzige, der benötigt wird, um das Spiel abzuschließen. Der Zettel hat uns verraten, dass nur die beiden letzten Stellen relevant sind. Und der andere Zettel hat uns ein paar Hinweise auf Beispielkombinationen geliefert, so dass wir uns hier leiten können, dass dies hier einfach die Kombination ist. Beide Schubladen geöffnet, der Schrank fällt und wir finden einen Mob. Den Mob benötigen wir, um wieder unser Eimerchen zu füllen. Das kleine Getröpsel hier würde andernfalls nicht reichen. Da müssen wir mit dem Mob ein wenig nachhelfen. So. Hier haben wir noch einen mit Wasser. Pflanzen. Das Spiel beginnt von vorne. Da wir im Moment nur zwei Areale betreten können, ist noch nicht abzusehen, wie sich die Puzzle im späteren Spielverlauf unterscheiden werden. Aber es sieht im Moment danach aus, dass dieser Grundverlauf beibehalten wird. Wunderschön zu sehen, wie die Tapete von der Wand abfällt. Somit haben wir auch die nächste Sektion freigeschaltet. Die nächste Sektion, eine Turnhalle, ist allerdings noch nicht vollständig spielbar. Daher will ich mich an dieser Stelle schon verabschieden und kann nur sagen, ich freue mich darauf, wenn das Spiel fertig ist. Bis dann!